what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Moin und willkommen und danke fürs Einschalten. Heute geht es um das Thema Flugpläne bzw. Tools zur Erstellung von Flugplänen. Auf der Expo wurde vor 3-4 Wochen eine neue Software vorgestellt von Avia Planner, die doch sehr interessant ist, was den Preis betrifft und die ich mir mal näher betrachtet habe. Das Ganze sieht im Prinzip dann auch so aus, dass wenn wir uns mal das Ganze anschauen, Flugplanung. Falls ihr nicht irgendwie immer das Gleiche fliegen wollt, einfach mal ein nettes Tool, mit dem ihr euch einfach mal ein bisschen, nicht immer die gleiche Flugstrecke, sondern einfach mal überlegt, wo fliege ich denn hin? Ne? Gibt es eigentlich von hier ist ein Bitword, ein ganz nettes Tool. Kann ich mir hier den entsprechenden Flieger aussuchen, A320 oder eine Boeing oder eine Embraer. Ich fliege gerne die A320 und kann jetzt sagen, ich fliege 2 Stunden und möchte mindestens 900 Kilometer fliegen. Dann generiert er mir einen Flug. Kann ich mir hier entsprechend markieren und gehe dann hier auf Simbrief und dann erstelle mir entsprechend direkt gleich den Flugplan. So, dann sind wir auch bei Simbrief. Simbrief ist kostenlos und aktuell auch der Platzhirsch. Hat eine Nachteil, die kostenlose Version. Ich habe keine aktiven Arab Cycles, sprich keine aktiven Waypoints, ich habe keine aktiven Sitstars. Da kann sich relativ viel ändern, weil er zum Beispiel am Flughafen X gerade eine Runway gesperrt ist. Und diese Arab Cycles werden alle 4 Wochen automatisch aktualisiert, dass alle Fluglinien, alle Piloten, die IFR fliegen, entsprechend die gleichen Angaben und Informationen haben. Dazu oder dafür verlangt Navicraft entsprechend Geld und ich muss im Monat entweder 10,77 Euro oder im Jahr die 97 Euro etwas ausgeben. Habe natürlich mit Navicraft, ohne dass es schlecht reden will, einen ganz anderen Funktionsumfang. Ich habe einen relativ flüssigen, leichten Import des Flugplans über den Simbrief-Linker, dass der mir die Daten in die MCDU oder in das EFB, wenn es das Flugzeug unterstützt, reinlädt. Und momentan ist es so, dass eigentlich im Prinzip gängigen Flieger oder Software-Developer tatsächlich eine Simbrief-Integration machen. Also da haben wir hier eine ganz klare Führungsposition von Navicraft. Es gibt aber, wie gesagt, jetzt von Avia Planner entsprechend eine Konkurrenz. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Und wir haben da nämlich jetzt einen ganz anderen Preis, nämlich 3,50 Euro. Für die monatliche Subscription oder 29 Euro im Jahr, wenn wir jetzt nur diese aktiven Arab Cycles wollen. Unterschied zu Navicraft und zu Avia Planner. Navicraft nutzt Jeppesen Charts, Avia Planner nutzt Lido Charts, die entsprechend hier von Lufthansa Systems vorgegeben und entwickelt wurden. Das Ganze sieht dann so aus, ich starte einen neuen Flight, ich nehme mein Callsign, Corsair Air 111, ich kann den Flight Level eintragen und hier haben wir schon den großen Nachteil, ich brauche fürs Departure die ICAO Codes. Ich kann ja nicht nach Stadt suchen, sondern ich muss jetzt hier wirklich für Hamburg EDDH und für München EDDM eingeben. Das geht entsprechend im Navigraph, ganz toll. Ihr seht, ich kann dann hier, auch nach Städten suchen. Und das funktioniert aktuell im Avia Planner leider nicht. Wenn ihr jetzt von Simbrief die kostenlose Version habt, könnt ihr natürlich darüber die Städte suchen. Ansonsten gibt es hier nochmal
die Word-ERP-Codecs, in denen ich hier auch entsprechend nach Städten suche und den ICAO-Code bekomme. Als zweites kann ich mir das Flugzeug aussuchen. Es sind alle gängigen Airliner drin. Neulich hatte ich noch die MD-11 gesucht, die jetzt gerade auch erst neu erschienen ist. Haben sie jetzt im Prinzip schon gemacht oder eingeführt. Bei Simbrief habe ich natürlich hier einmal die Airframes, die man sich auch hier selber erstellen kann und ist entsprechend flexibler. Ja. Ich meine, ich habe hier alles Nötige, was ich benötige, aber nichtsdestotrotz, momentan sind bei Navigraph über 18.000 Airports. Ich habe im Avia Planner jetzt noch keinen gefunden, den da nicht drin wäre, aber ich habe schon gehört, es sind eben noch nicht alle, sondern über 6.000 wohl drin sein, aber es ist halt auch nochmal 18.000 zu 6.000. Ja, also da ist Navicraft tatsächlich auch vorne, was das Ganze betrifft. So, ich kreiere jetzt mal einen Flight und dann haben wir hier entsprechend die Flugplanung. Was mir natürlich hier am Avia Planner gefällt oder auch generell diese zukünftige Funktion mit dem Training und dass er hier die SID und die Stars. Also hier einmal die Departure farblich hervorhebt, dass wir hier die Phasen kennen und sehen und hier dann auch noch mal die Arrival, die Stars. Die Charts, wir sehen dann hier auch entsprechend die Runarrays bzw. die Charts für den Airport, wo wir dann noch mal ganz klar die Runaways sehen. Und die Parking Stands. Für mich als Anfänger war es am Anfang so, ich habe erst die kostenlose Version von SimBrief genutzt, in der ich aber keine Charts habe. Das heißt, ich wusste nicht, wo ist welche Runaway oder wie ist die Bezeichnung oder wo von welchem Gate bin ich denn jetzt und welchen Weg muss ich jetzt eigentlich zu welcher Runaway fahren. Und da habe ich die kostenlose Version bzw. Little Navmap genutzt, was ja generell kostenlos ist, zeige ich euch aber nach dem auch nochmal gleich, weil ich das eigentlich sehr praktisch finde. Wenn ihr jetzt keine kostenlose oder keine kostenpflichtige Navigraph-Version habt, könnt ihr natürlich dann hier hingehen und entsprechend euch die Daten mit den Waypoints aus Avia Planner in SimBrief entsprechend reinkopieren. Bei der Wetterplanung ist mir zumindest auch noch ein Unterschied aufgefallen. Wir haben hier ganz normal Meta und TAF, die Angaben, was Navigraph auch unterstützt. Allerdings haben wir hier im Avia Planner noch einen schönen Vorteil. Wir haben das Ganze dekodiert im Klartext. Wer also diese TAF-Kodierung nicht versteht, so hat man auch noch mal eine Möglichkeit, sich das Ganze ein bisschen anzuschauen und mit der Zeit kommt dann auch noch mal so ein bisschen vielleicht das Feeling rüber, was diese einzelnen Abkürzungen bedeuten. Ja, ich kann hier entsprechend die Runaways mir anzeigen lassen und kann die entsprechend auch noch mal anpassen oder aussuchen. Also ich habe hier entsprechend verschiedene Möglichkeiten, den Flugplan auch noch mal ja, genauer anzugucken oder zu editieren. Ja. Damit ihr den Flugplan in den Flugsimulator bekommt, könnt ihr hier auf Wayroute, könnt euch das Ganze entsprechend hier markieren und in den SimBrief dann auch hier entsprechend reinkopieren. Das heißt, wir kopieren das Ganze hier rein. Wir müssen dann hier die SID, das nimmt er nicht. Und die Star nehmen wir auch noch raus. Und dann können wir auch mal sehen, die Route ist gültig für Eric Cycle 2407, was jetzt aktuell Juli der aktive Cycle ist und dann könnten wir jetzt hier entsprechend hingehen und sagen, wir generieren den Flug und haben den dann entsprechend im
Flight Simulator über den Simlink Downloader drin. Eine Sache möchte ich einfach aber auch noch mal zeigen, und das ist die Tatsache, dass wir direkt auch hier noch mal die Flugpläne herunterladen können. Microsoft unterstützt PLN-Format. Das Ganze gibt es auch für Pre-Puff-3D, für X-Plane 11, 12. PMDG unterstützt das Ganze auch wohl. Also wir haben ja relativ viele Möglichkeiten, um die Flugpläne in den Flusi reinzubekommen. Ich mache das jetzt mittlerweile momentan tatsächlich so, dass ich hingehe und mir hier die kopiere, in den Simbrief hier entsprechend reinkopiere, Simbrief runterlade und dann entsprechend installiere. Ja. Zu den erwähnten Charts. Der Area Planner nimmt die Lido Charts. Für mich jetzt erstmal interessant, ist ja immer Arrival, Departure. Wo lande ich und wo sind die Parking Stands? Das zeigt er hier nochmal auch ganz schön an. Bei Navigraph kann ich mir hier eine Route editieren und einzeichnen. Das funktioniert leider bei dieser webbasierten Version vom Avia Planner nicht. Hier nochmal die Charts, wie die aussehen für München beim Arrival, wenn ich entsprechend verschiedene Stars habe, wie das Ganze dann hier aussieht. Sehen wir dann hier dann auch nochmal die Wegpunkte, wie wir fliegen müssen. When runway vacated, contact ground. Es sind hier entsprechend nochmal Prozeduren dann entsprechend eingetragen. Und wir haben dann nochmal, wenn wir über ELS fliegen, A nochmal nach den Kategorien C und D. In Jeppesen sind es A, B, C, D, E. Das flechtet sich ja nach Flugzeuggröße, Masse, gibt es nochmal eine bestimmte Berechnungsformel. Glaube. Wer sich darüber interessieren will, zeige ich auch gleich nochmal die Webseite, wo es genauer steht. Aber dann auch entsprechend die Anflugwinkel und alle Informationen, die wir benötigen. Zum Beispiel Below Flight Level 100 Clearance und. Dass wir da entsprechend die Informationen haben, wie die richtigen Piloten entsprechend auch. Bestimmte Charts kann man sich auch auf bestimmten Seiten runterladen. Hier auch nochmal ein Beispiel für Eurocontrol, wer sich die Mühe machen möchte. Ich finde es in dem Moment für knappe 3 Euro nicht unbedingt notwendig. Dafür hat man im Prinzip komfortabel alles auf einer Oberfläche. Und wer sich dann nochmal Unterschiede anschauen möchte zwischen Jeppesen oder Lido oder entsprechenden Prozeduren. Die FEA hat da eine etwas andere Herangehensweise als die EASA. Die FFA nennt das Ganze TERPS. Da habe ich dann auch nochmal entsprechend die Webseite und den Link dazu für euch. Mal ein paar Informationen kann ich haben. Und dann noch einmal hier das dritte Planungstool, Little NavMap, mit dem ich ursprünglich mal angefangen habe. Hier die Webseite, wo man es jetzt runterladen kann, ist kostenlos. Und finde ich eine tolle Sache, kann man auch wunderbar unterstützen. Finde ich eine tolle Idee. In Little NavMap kann ich nämlich hier nach Flughafen suchen und kann mir hier dann entsprechend reinscrollen und sehe dann hier auch nochmal die Park Positions und entsprechende Runaways. Leider ist das Ganze nicht ganz aktuell, aber für Leute, die jetzt wirklich eine gewisse Chart benötigen und gar nichts haben, hat mir am Anfang unwahrscheinlich weitergeholfen als Anfänger, um mich da ein bisschen in diese ganze Thematik Flughafen, Aufbau, Runaways, Taxiphase, Waypoints, Orientierung des Flugzeugs, Steuerung reinzufinden. Ja. Grob zusammengefasst nochmal am Ende, Avia Planner eine tolle Idee, konkurrenzbelebtes Geschäft. Für knappe 2,50 Euro eine ganz klare Empfehlung für mich. Wir haben aktuelle Eric Cycles, wir haben ansprechende, sehr übersichtliche Charts, wir haben im Prinzip alle wichtigen Flugzeuge drin, wir haben Wetter in Klartext, dass wir da auch mal das Ganze verstehen. An sich eine tolle Idee für Anfänger, Einsteiger, wirklich gut. Bin gespannt, was uns der Avia Planner in Zukunft bringt. Die andere Frage, die sich stellt, ist, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Navicraft oder Tools wie den Avia Planner? Denn es wurde auch angekündigt von George Neumann, dass der Head of Development von Microsoft Flugsimulator
Flugplanung soll im Flugsimulator 2024 integriert werden. Das heißt, finde ich an sich eine tolle Idee, weil wieder ein Tool weniger, eine Subscription weniger, da sprechen die mir so ein bisschen aus der Seele und ich bin gespannt, was da dann wirklich umgesetzt wird, ob das Ganze dann für Leute, die auf FedSim oder fliegen, dann auch entsprechend tauglich ist. Da fehlen mir tatsächlich momentan noch die Erfahrung. Ich fliege nicht über FedSim, weil ich mich Stück für Stück an die Materie ranarbeite. Aber wir können gespannt sein, denn der Flugsimulator wird ja so oder so, glaube ich, eine ganz große Nummer werden mit überarbeiteter Aerodynamik, mit deutlich größerer Grafik, entsprechenden Missionen und und. Das wird eine geile Kiste und ich werde definitiv am 19. November wahrscheinlich overnight mir dann die Installation reinballern und auch gleich die ersten Videos dazu drehen für euch. Das war es erstmal von meiner Seite für den kleinen Überblick über den Avia Planner. Hoffe, hat euch gefallen. Ich finde, das Tool lohnt. Ich habe beides, Navigraph als auch Avia Planner und denke, ich werde in Zukunft, so Stand jetzt wie ich fliege, wohl auf den Avia Planner umsteigen und die Subscription dann bei Navigraph, ich habe eine jährliche leider, kündigen. Ihr könnt ja eure Kommentare dazu lassen, Vor- und Nachteile. Ganz klar für mich, Navigraph mit den Navigraph Hub, Navigraph Charts, absoluter Platzhirsch. Wir werden sehen, was kommt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, was Avia Planner entsprechend weiterentwickelt oder rausbringt. Und wir schauen weiter. Falls euch das Video gefallen hat, hilfreich war, gerne Daumen hoch und ein Like da lassen und wir sehen uns. Ich werde mich jetzt erstmal 2 Wochen in den Urlaub verabschieden und in alter Frische dann wieder da sein. Viel Spaß, bleibt gesund und happy landing. Bis bald.